Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Armored Warfare hier aus CDM Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist Herr Thompson. Moin, moin. Moin, moin. Im Team haben wir den Supermampfer, das finde ich natürlich auch schon wieder einen interessanten Namen. Aber wir spielen natürlich Kapitel 2, die Belagerung von... was auch immer. Pakvarcheli würde ich das nennen, aber ich glaube, das ist falsch. Macht aber nichts. Wir wollen jetzt erstmal quasi die Belagerung schaffen, ne? Also durchbrechen und die Stadt einnehmen. Das ist jetzt unsere Mission. Mal hoffen, dass das Team einigermaßen funktioniert, dass wir ein bisschen was hinkriegen. Und dann könnte ja was gehen. Geht hier wieder mal ums Geld verdienen für den 10er Panzer. Das ist ja immer noch das große Ziel, dass ich den Leopard A7 endlich kaufen kann. Also theoretisch könnte ich mir sogar schon kaufen, aber ich kann keine Retrofits reinstecken. Das ist natürlich schade. Der Kampfwert muss gesteigert werden. Wir müssen mehr Schaden machen. Kennst du das? Mhm. Gut. Alles klar. Dann wollen wir loslegen. Mit unserem schicken Marder hier. Ich finde aber die Farbgebung von meinem Marder auch so richtig hübsch, ne? Dieses Rot und Weiß und Schwarz. Das war ein bisschen auffällig. Ja, aber, ne? Swingfire und Wiesel gleich. Ah, er fährt mir natürlich durch den Schuss. 5 HP. Kannst du da klicken? Ja, auf der anderen Seite. Das Munitionslager einbauen sollen. Identifizieren! Voila! Feindliches Ziel markiert! Ihr hört was ab! Direkter Treffer! Hier. Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, bin gleich da. Das Starship lässt sich bereitwillig von mir zerlegen. Ist ja wahrscheinlich gleich hinter uns los hier. Beim Kreis ist einer. Was ist denn das? Oh, einer ist gar kein Ausdruck. Mal ein bisschen den Schuss raus baiten. Das kriegt die Form ein bisschen. Nee, in 60 komme ich spontan nicht rein. Ja, ich helfe dir. Ich finde es gut, dass sie jetzt Einschusslöcher anzeigt. Und den konnte ich weghauen. Hinter uns? Ja. Habt ihr wieder eine Zwischensequenz oder kommt die nicht mehr? Die kommt dann, nachdem wir die, glaube ich, haben. Ah, der Saber wurde getrackt. Leo, das spottet da unten für uns schön. Der kriegt cool Spotting, der Leo, jetzt unten. Zwischensequenz. Mhm. Ich hoffe, dass ich safe stehe. Ich bin jetzt extra vom Hill gefahren, weil ich das sonst immer ordentlich
Ja, ich bin auch hinter meinem Berg stehen geblieben erstmal. Habe ich bloß schon mal umgedreht in eine andere Fahrtrichtung. Oh, schaut gut aus. Ja. Du bist nur, glaube ich, auf der rechten Seite die Arti. Ja, können auch Sekundärziele, kann man auch links liegen lassen. Ja, nur die feuert uns die ganze Zeit. Dann in der City. Das ist mir letztes Mal aufgefallen. So, dann holen wir uns weg, oder? Würde ich sagen. Gebe ich hier unten am kleinen süßen Marder mal Gas. Dann schauen wir da mal rüber und dann machen wir das mal tot. Hola. Hola. Wieder gut los hier. Mann, Mann, Mann. So. Aber. Oh, die anderen beiden. Hier noch einer. Bank. So, gegen die olle rostige Lok gefahren hier. 8 Minuten haben wir noch, ne? Ziele auf Heat um, damit ich dann noch ein paar AP-Shells habe. Ja. Oh. Ich bin da gerade 800 reingesteckt in den Jungen hier.
Bin ich dir im Weg? Ja, jetzt nicht mehr. Wo ist auch mal zerlegt, den Jungen? Mich gerade nicht wegbewegen, ich kann mich reparieren. Wir müssen aber jetzt 5 Minuten noch den Lieutenant da wegkriegen, ne? Ja. Aua. Versuch doch mal von der Seite rein. Ich versuchte immer noch von der Seite anzukommen und dann wurde ich leider Gottes vom 99-10 aufgebracht. Sehr gut. Au. Oh. Irgendwie haben wir nicht alle Truppen, sorry. Das habe ich nicht gesehen. Macht er nicht. Sieg ist Sieg. Ich war eh darin. Ich hätte eh keinen Schaden mehr machen können. 20k habe ich rausgehauen, war okay. Ja, ich habe da zu viel Schaden genommen, wo ich da vorstand. Ich dachte, ich kriege ihm die Gun down gehalten, ja. Aber habe ich nicht auf Anhieb richtig gut geschafft. Schade eigentlich. Naja. Gut, okay. Opfer müssen gebracht werden. Ist der Panzer halt kaputt, aber hat uns natürlich die Medaille gekostet. Wenn sie alle überleben, kriegen wir ja immer die Teamwork-Medaille. Gucken wir mal, was wir geleistet haben. Und ob wir die Millionen wieder voll kriegen. Ausgezahlt. Das wäre schön. So, nein, kriegen wir nicht. Wir bekommen in diesem Fall nur 826.000 an Geld und 22.000 an EPs, haben aber den Booster für den besten Spieler und Zerstörer, weil wir 15 Feinde eliminiert haben. Mit Abstand sogar die meisten EPs, aber das scheint eher so an dem Spotting zu liegen, was ich gemacht habe. Ist ja erstmal gar nicht so schlecht, ne? Im Detail sieht das so aus und das Ganze war eine Runde Armored Warfare hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns bei der Thompson. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Servus.